Fangen wir jetzt tatsächlich auch an. Ich freue mich, Sie alle ganz herzlich im Namen des Arbeitskreis Jugendzahnpflege Waldeck-Frankenberg hier zu dieser Feierstunde begrüßen zu dürfen. Wir haben heute eingeladen im Namen des Arbeitskreis Jugendzahnpflege, aber auch im Namen der Landesarbeitsgemeinschaft Puppenprophylaxe in Hessen und im Namen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, die das Siegel rund um Mundgesund den Kindergärten verleihen. Ich möchte zunächst auch die Grüße aus dem Ministerium überbringen. Da konnte leider heute keiner kommen. Auch die Kassenzahnärztliche Vereinigung hat auch abgesagt. Deshalb freue ich mich aber umso mehr, dass Herr Frese heute bei uns ist als erster Kreisbeigeordneter, der auch gleich ein Grußwort sprechen möchte. Dann würde ich mal gleich an Sie übergeben. Ich bin schon dran. Ja, natürlich. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle heute Nachmittag den Weg hier nach Herzhausen ins Nationalparkzentrum gefunden haben. Für viele ist das ja Routineveranstaltung. Ich glaube, wir waren das letzte Mal 2019 hier. Und jetzt steht heute oder stand in der Vergangenheit die Rezertifizierung an. Und wir wollen heute dann allen Kindertagesstätten, die sich an der Rezertifizierung beteiligt haben, auch das neue Zertifikat im Rahmen des Siegels rund um Mundgesund zukommen lassen. Ich nehme das zum Anlass, mich bei Ihnen allen ganz herzlich zu bedanken für Ihre Initiative und die Mitwirkung an der aus meiner Sicht ganz wichtigen Sache, wenn es darum geht, die Jüngsten an Zahnpflege heranzuführen. Ich bin beim Landkreis Waldeck-Frankenberg ja nicht nur zuständig für den Fachdienst Gesundheit, der das ja bei uns betreut, und da darf ich auch begrüßen die Sachbearbeiterin Frau Frese, mit mir nicht verschwägert oder verwandt, aber das ist halt ein Waldecker Name, den gibt es öfters mal, und die zuständige Ärztin im öffentlichen Gesundheitsdienst, das ist Frau Dick. Den beiden Damen meinen herzlichen Dank für die Vorbereitung und Betreuung dieser wichtigen Aktion. Aber ich habe gesagt, ich bin nicht nur für das Gesundheitswesen bei uns zuständig, sondern auch für soziale Angelegenheiten und unser Jugendamt. Und wir beobachten halt mit Sorge, nein, wir beobachten nicht nur mit Sorge, wir stellen immer mehr erzieherische Defizite bei unseren Kindern fest. Ich nehme an, das geht Ihnen in den Kindertagesstätten auch so. Wir stellen vermehrt fest, dass Konflikte, erzieherische Defizite bei den Eltern, manchmal auch bei den Großeltern, dann durch die öffentliche Jugendhilfe geheilt und kuriert werden sollen, was im Grunde genommen aber nicht funktioniert. Sprich, unsere Gesellschaft hat ganz schöne Risse bekommen, wenn es den Zusammenhalt angeht in den Familien, wenn es Erziehung betrifft, wenn es um Verantwortung für die Kleinsten, die Kinder und die Jugendlichen geht. Und da ist es immer mehr eine Aufgabe von Ihnen in den Kindertagesstätten, hinterher auch in den Grundschulen, den Kindern Dinge beizubringen, die wir in meinem fortgeschrittenen Alter, behaupte ich mal, noch von Mama und Papa gelernt haben und am Rande vielleicht von den öffentlichen Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen. Also gewinnt Ihre Arbeit auch für die Gesundheit unserer Kleinsten eine immer höhere Bedeutung. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir dieses Siegel rund um Zahngesund weiterführen, intensiv begleiten als öffentlicher Gesundheitsdienst im Landkreis Waldeck-Frankenberg und die Ihre Arbeit in besonderer Weise wertschätzen. Ein weiterer Grund, warum ich heute auch hier gekommen bin, um Ihre Arbeit wertzuschätzen und Sie zu ermuntern, weiterzumachen an dem schon viele Jahre mit Erfolg bei uns praktizierten Projekt rund um Zahngesund. Und alle, die das dann betreuen auf der zahnärztlichen Seite, den Herr Dr. Zacke, Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Praxen gilt auch mein besonderer Dank, denn ohne Ihre fachliche Mitwirkung und Gestaltung könnte das hier in den Teams unserer Kindertagesstätten nicht umgesetzt werden. Und wenn ich mir zweierlei Sachen wünschen darf für heute, dann ist das einmal, dass Sie dabei bleiben und zum Zweiten, dass der heutige Tag vielleicht doch bei dem einen oder anderen Kindergarten, bei der einen oder anderen Leitung einer Kindertagesstätte Ansporn ist, sich diesem Projekt anzuschließen. Denn wir haben in Waldeck-Frankenberg ein ganzes Stück mehr als die
etwa 20 Kindertagesstätten, die heute hier vertreten sind. Wir haben das vier- oder fast das fünffache an Kindertagesstätten und da wäre es angezeigt, dass sich noch mehr an dem Wettbewerb beteiligen, wenngleich ich mir sicher bin, dass das Thema Zahngesundheit überall eine Rolle spielt. Also ganz herzlichen Dank Ihnen auch vorab in dem Plenum schon mal einen herzlichen Glückwunsch und eine Anerkennung für Ihr Wirken. Und jetzt gebe ich an den Hauptakteur des Nachmittags zurück, das ist der Dr. Zacke. Ja, tatsächlich möchte ich mich jetzt doch mit einem Gruß hier fortsetzen, den ich verlesen muss, weil unsere Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft, Frau Dr. Thumeyer, nicht persönlich anwesend sein kann. Aber ich weiß, es ist ihr mein großes Anliegen, auch Worte zu finden. Und da möchte ich ganz kurz erstmal das vorlesen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Erzieherinnen der Prädikats Kindertagesstätten. Vor 8 Jahren durfte ich bei der Verleihung der ersten hessischen Prädikatssiegel rund um Mundgesund, wir sind dabei, bei Ihnen in Korbach dabei sein. 21 Kindertagesstätten erhielten das Prädikatssiegel. Die Freude und der Stolz, mit dem Sie am 25.09.2015 die Siegel entgegengenommen haben, ist mir immer noch präsent. Heute werden 25 Kindertagesstätten rezertifiziert. Jede Kita, jede einzelne Erzieherin, jeder Erzieher, jede Einrichtungsleitung, jeder dazugehörige Patenschaftszahnarzt, aber auch die Eltern und die Kinder, der Arbeitskreis Jugendzahnpflege, die gesetzlichen Krankenkassen, und die das Ganze bezahlen, das Gesundheitsamt, Frau Frese in der Geschäftsstelle, Frau Dr. Knipp, Frau Ort als beratende Ökotrophologin, Frau Misch als Prophylaxefachkraft, haben dazu beigetragen, dass Sie heute hier geehrt werden. Ich darf Ihnen auch das Lob und die Anerkennung des Vorstands der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege in Hessen, des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, der Landeszahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen überbringen. Achso, das muss man vielleicht auch nochmal gleich hochhalten, was wir hier haben. Ja, aber wir haben alle anderen das haben. Das machen wir beim nächsten. Ja, aber ich habe jetzt hier die Urkunde für den Kindergarten aus Ohnershausen. Niemand da aus Ohnershausen? Also, sonst halte ich das nochmal ganz kurz hoch. Das ist unser Buch, das ist ein kleines Präsent. Das finden wir pädagogisch wertvoll. Und deshalb bekommt jede Einrichtung für die entsprechende Zahl der Gruppen auch nochmal so ein Buch heute überreicht. So, dann versuche ich es mal mit Battenberg aus der kleinen Füße. Ich habe nämlich schon jemand gesehen. Hallo, hier ist die Urkunde, herzlichen Glückwunsch. Schönen Gruß an das Team. Herzlichen Dank. Dankeschön. Evangelische Kindertagesstätte Sinai aus Fastbeck. Dann hätte ich die Nachbarschaft aus Adorf. Aus Adorf jemand da vom Kindergarten? Auch nicht der Fall. Das habe ich jetzt nicht erklärt. Aus Frexen? Kindergarten aus Frexen? Da ist jemand da. Nee, doch nicht. Dann habe ich Mehlen hier. Jedertal Mehlen. Ah, Jedertaler war auch die Frage trotzdem. Ja, okay. Genau. Herzlichen Glückwunsch und danke, dass Sie mitmachen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist die Urkunde, die richtigen Geschenke hat Dr. Zacke. Ja. Ich darf auch mal vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank.
Bitte schön. Ja, die Goldbachflöhe aus Rottenau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Und? Genau. So, ich habe die Kindertagesstätte aus Geismar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Vielen Dank. Und auch ein kleines. Vielen Dank. Peter Hofstraße in Gemünden. Ich weiß nicht. Ja. Vielen Dank für die Anerkennung. Danke. Dankeschön. Peter Korbach, die Schatzinsel. Und dann darf ich bitten, jemand vom Kindergarten Fürstenberg. Nur Berg runter, ne? Nur Berg runter. Schön, dass Sie mitmachen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Der evangelische Kindergarten in Linden. Ist das jetzt doppelt bei uns? Nee, Münden. Münden. Lichtenfels-Münden. Dann bin ich dran mit Freinhagen. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, Kindergarten Panama. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Sehr schön. Schön. Städtischer Kindergarten in Sachsenhausen. Ah, die Waldecker haben sich alle da zusammengesetzt. Ne? Herzlichen Glückwunsch, danke schön. Von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Und dann haben wir Waldeck selber. Naja, das ist mal auf dem Tisch. Wir hätten Sie mitbringen können, Herr Dr. Facke. Ne? Ja, um jetzt halt alles zusammenzustehen. Herzlichen Glückwunsch. Schön. So, ich habe die Urkunde für Willen. Ja. Von der Sohn bekannt, ne? Ja, genau. Das war gut, ich das auch. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Die letzte Urkunde habe ich, Kindertagesstätte Kreisel. Hat irgendeiner keine Urkunde bekommen? Kann auch mal passieren. Verlesen, wer auch noch das Prädikatsiegel bekommt, aber heute einfach nicht da ist. Nicht, dass jetzt einer denkt, wir haben die vergessen. Das ist die Kindertagesstätte in Hatzfeld. Der städtische Kindergarten Roden. Der Kindergarten Regenbogen in Dodenau.
Kindertagesstätte Rappelkiste, der Kindergarten Münden das Brexer Märchenhaus, das hatten wir eben auch schon. Genau, ja, die anderen hatten wir doch. Adorf und Odershausen. Genau. Zahngesundheit vom Kleinkindalter an, wie wichtig ist das eigentlich? Oh, sehr wichtig. Wir haben ja heute die Chance, dass wirklich jeder Mensch zahngesund erstmal groß und alt werden kann. Und wenn wir da nicht früh anfangen, dann wird es schwierig. Und leider ist es immer wieder so, dass auch eine kleine Personenkreis relativ viele Probleme macht. Und da ist es wichtig, dass wir schon im Kindergarten ansetzen, um auch hier eine Chancengleichheit erreichen zu können. Es hält sich ja bei vielen der Irrglaube, bei den Milchzähnen ist das nicht ganz so tragisch, die fallen eh alle aus. Das sieht der Zahnarzt natürlich komplett anders. Das sehe ich grundlegend anders, das ist richtig. Die Milchzähne haben eine ganz wichtige Aufgabe. Ohne vernünftige Zähne können die Kinder ja gar nicht vernünftig kauen. Auch, das bringt das ganze folgende System auseinander, wenn große Stücke geschluckt werden müssen. Aber auch für die Phonetik, das heißt, die Lautbildung ist stark eingeschränkt. Soziale Fragen kommen natürlich auf, wenn auch Kinder mal gehänselt werden, wenn die Milchzähne schon fehlen. Insofern, die Milchzähne haben eine wichtige Rolle als Platzhalter. Das heißt, wenn die vorzeitig verloren gehen, kommen häufig dann auch schon Zahnstellungsprobleme bei den nächsten Zähnen mit rein. Also das ist wirklich ein Irrglaube, auf die müssen wir gut aufpassen, auf die Milchzähne. Nun ist der Feind der Zähne Zucker. Und trotz Versuch gesunder und zuckerfreier Ernährung, wir haben ganz viele Lebensmittel mit verstecktem Zucker. Das ist für den Zahnarzt und die Zähne ein Problem. Es ist ein Problem, weil, wie Sie schon sagen, versteckt ist es. Und es wird auch alles getan, von der Werbung, von großen Marketingagenturen irgendwie darüber hinwegzutäuschen. Es ist vielleicht nicht immer leicht und bequem, auch mal das dann in der Elternarbeit aufzuzeigen, wo wirklich der Zucker drin ist. Und wir haben regelmäßig nach dem Elternabend wirklich Eltern, die sagen, puh, das wusste ich nicht, das ist ja schrecklich, das darf ich eigentlich guten Gewissens gar nicht mehr so reichen. Und da gibt es genug, wo Eltern wirklich sagen, oh, ich habe immer gedacht, das wäre doch eigentlich gesund, und dann ist es gar nicht. Durch die Presse geistert immer mal wieder das zunehmende Phänomen der Kreidezähne. Was ist das eigentlich? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nach aktuellem Stand wirklich abschließend geklärt ist, woher es kommt. Aber das gibt es, das Phänomen. Genau, es ist in der Regel die molaren inzisiven Hypomineralisation, die primär die ersten Schneidezähne, die mittleren Schneidezähne und die ersten großen Backenzähne betrifft. Die Zähne sind schon in ihrer Anlage nicht ganz richtig. Was erstmal bei guter Pflege und intensiver Fluoridierung auch trotzdem nicht zum Problem werden muss. Aber wenn dann auch noch ein zusätzlicher Reiz hinzukommt, die Zähne sind in hohem Maße kariesanfällig, und dann ist es ganz schnell passiert. Und diese Kinder, die kriegt man auch, ich sag mal, durch, aber die müssen einfach wirklich engmaschig kontrolliert werden und auch geschaut werden, dass da wirklich die Zahnpflege zu Hause passt. Früher bekamen die Kinder, die Kleinkinder, die Säuglinge Fluortabletten. Ist das noch opportun? Wir haben die Fluoranamnese, müssen wir heute sehr viel genauer pflegen. Grundsätzlich ist die Fluortablette eigentlich nicht mehr nötig, weil wir heute in den altersgerechten Zahnpasten, also es steht auf jeder Pasta drauf, welches Alter eigentlich das Richtige ist. Und da ist ein entsprechender Fluorgehalt drin, oder Fluoridgehalt drin, der dann auch dem Alter entsprechend passt. Da muss nicht noch zusätzlich mit Fluortabletten gearbeitet werden, weil das hat man auch festgestellt, wenn es zu viel ist, ist auch nichts.